Warnung vor Spekulation, BaFin-Chef, Bitcoin 2009, ist für uns alle Neuland. Wir sind alle dabei, dieses Gebiet erst zu verstehen, sagt der oberste deutsche Finanzaufseher und warnt vor Spekulationen mit Bitcoin. Der heftige Kursverfall vom Freitag ist vorerst gestoppt. Angesichts der Schwankungen beim Kurs von Kryptowährungen wie Bitcoin hat der oberste deutsche Finanzaufseher die privaten Anleger eindringlich vor solchen Investitionen gewarnt. Es handelt sich um höchst spekulative Vorgänge mit der Möglichkeit des Totalverlustes, sagte der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, Felix Hufeld, der Bild-Zeitung. Im Zuge des Bitcoin-Booms werde es Exzesse geben, die bittere Verlierer produzieren, warnte Hufeld. Deshalb müsse jeder Bitcoin-Anleger mit höchster Vorsicht vorgehen und wissen, dass er im schlimmsten Fall sein ganzes Geld verlieren kann. Hufeld stellte Regulierungen in Aussicht, seine Aufsichtsbehörde müsse da eng am Ball bleiben, sagte er. Wir sind alle dabei, dieses Gebiet erst zu verstehen und Knovo aufzubauen, was eine große Lernaufgabe sei. Bitcoin war 2009 auch als Antwort auf die Finanzkrise erfunden worden, um eine von Staaten, Zentralbanken und anderen Finanzinstituten unabhängige Währung zu erschaffen. Befürworter argumentieren, dass Bitcoins vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit attraktiver werden könnten. Kritiker bezeichnen die Kryptowährung hingegen nicht zuletzt aufgrund der rasanten Kursentwicklung als reines Spekulationsobjekt. Kursrutsch am Freitag. Kurz vor Weihnachten kam der Bitcoin-Kurs unter die Räder, nachdem die Kryptowährung noch vor wenigen Tagen für mehr als $20.000 den Besitzer gewechselt hatte, fiel ihr Wert am Freitag um mehr als 30% bis auf etwa $11.000. Die Preise anderer Kryptodevisen wie Bitcoin Cash, Ethereum oder Ripple stürzten ähnlich stark ab. In der Nacht auf diesen Samstag stand der Kurs bereits wieder bei mehr als $14.000. Tim Emden, Deutschlandchef des Online Brokers DAFX, sprach von Panikverkäufen. Zahlreiche Privatanleger dürften sich in den letzten Tagen die Finger an digitalen Talern verbrannt haben. Nach Einschätzung des Analysten Nal Wilson vom Brokers EdX Capital ist es aber fraglich, ob die Spekulationsblase geplatzt ist. Schließlich seien drastische Kursausschläge bei Kryptowährungen an der Tagesordnung. Um die Totenglocken zu läuten, ist es noch zu früh. Es sieht eher danach aus, dass es an der Zeit ist, Gewinne einzustreichen und sie für extra festliches Weihnachten auszugeben. Trotz der aktuellen Kursverluste kostet ein Bitcoin derzeit immer noch etwa 10-mal so viel wie zu Jahresbeginn. Bleiben Sie weg. Das ist tödlich. Einen konkreten Auslöser für aktuellen den Ausverkauf konnten Börsianer nicht nennen. Allerdings hatten seit Anfang der Woche Notenbanken, Politiker und Aufseher mit teils drastischen Worten vor hohen Verlusten bei Spekulationen mit Bitcoin gewarnt, die besonders Privatanleger in den Ruin treiben könnten. Zudem sorgte der Verdacht auf Insiderhandel beim Kryptobörsenbetreiber Coinbase für Verunsicherung. Die Handelsplattform stellte ihren Betrieb Mitte der Woche sogar teilweise ein. Überraschend deutliche Worte hatte am Montag der dänische Zentralbankchef Lars Rohde gefunden, bleiben Sie weg. Das ist tödlich, hatte er in einem landesweit zu hörenden Interview mit dem Radiosender DR gesagt. Stimmen,
die ein Verbot der Kryptowährung oder zumindest enge Grenzen für die Spekulation mit Bitcoin forderten, wurden zuletzt immer lauter. Bundesbankchef Jens Weidmann warnte ebenfalls vor Verlusten, steht einem Verbot aber skeptisch gegenüber. Mitgefangen, mitgehangen. Vorläufiger Höhepunkt des Bitcoin-Hype war am Donnerstag die Ankündigung des amerikanischen Möbelhändlers Novalifis Stühle, künftig Bitcoin und andere Kryptowährungen regulär als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Die Aktie des Unternehmens katapultierte dies um 38% in die Höhe. Am Freitag berichtete die Finanzagentur Bloomberg, dass die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs einen eigenen Handelsbereich für Kryptowährungen wie Bitcoin schaffen will. Ein Sprecher des Geldhauses teilte mit, als Reaktion auf das Kundeninteresse an digitalen Währungen prüfen wir, wie wir dieses am besten bedienen können. Der Bitcoin-Absturz riss am Freitag Aktien von Unternehmen, die im weitesten Sinne mit der Kryptowährung zu tun haben, mit in die Tiefe. Die Titel der Bitcoin Group, die mit bitcoin.de die einzige deutsche Börse für Kryptowährungen betreibt, verloren zeitweise knapp 24% ihres Wertes. An der Wall Street brachen Long Island ICs der Longfin, Marathon, Overstock.com, Social Reality, Square und Zoonla um bis zu 27% ein. Diese Unternehmen beschäftigen sich mit der Blockchain-Technologie, auf der Bitcoin und andere Kryptowährungen basieren. Allerdings hatte der Hype um Kryptowährungen diesen Firmen in den vergangenen Monaten Kursgewinne von teilweise 1000% beschert.